Ach, da oben ist es. Für irgendwas muss doch Organic Drop gut sein. Ich glaube, ich kann das auch wieder in so eine Maschine stecken, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt werde ich aber erstmal eine Kiste machen, die da reinstellen und dann können wir endlich mal unser Inventar etwas aufräumen. Ich dachte gerade, das Schaf hat gekotzt. Das sah von der Seite, als das so diese eine Position hatte, so hier, dachte ich gerade, das hätte gekotzt. Alter, was ich für eine Fantasie habe. Ding Dong! Ich habe sogar ein Achievement bekommen dafür, dass ich Ding Dong gemacht habe. Mann, ich bin voll der Pro-Gamer. Ich krieg hier schon Achievements, indem ich auf eine Klingel drücke. In Träumchen. Das möchte ich da auch gerne nochmal reinpacken. So. Organic Drop. Hier Raw Beef. Den Beef können wir uns mal voll brennen und so. So. Das Zuckerrohr packen wir mal hier rein. Unsere nächste Maschine wäre der DNA-Breeder. Zentrifuge. DNA-Kombinierer. Also irgendeiner war, ich glaube der Extractor, ne? Also bei irgendeinem von diesen Gerätschaften konnten wir uns mit den Genen ausstatten. Und das Schaf, also diese Zelle hier, wenn wir diese DNA verbessern, also wenn wir die benutzen, wenn wir uns die sozusagen einpflanzen, dann haben wir einen Vorteil, das weiß ich schon, dass wir Gras essen können. Und wenn wir Gras essen können, dann können wir nicht mehr verhungern. Das ist doch mal richtig toll, oder? So. Jetzt muss ich leider da draußen die Schafe erstmal wieder ein bisschen quälen. Und die sind immer noch außer Rand und Band. Habe ich noch Platz? Ja. Und jetzt das eine Schaf, was ich noch nicht hatte. So. Und ich glaube, wenn man den Enderman... Ich glaube, man kann den Enderman auch die Zellen abnehmen. Dann kann man sich, glaube ich, beamen sogar. Das wäre doch mal richtig toll, oder? Man kann sich mit vielen Genen ausstatten. Ich finde eigentlich dieses mit diesen Genen recht interessant. Es gibt zwar jetzt nicht so viel... Was ist denn das hier? Health Crystal. Das ist ja dann so wie hier der Enderdrache. Der hat doch diese Kristalle da oben auch stehen. Das finde ich natürlich richtig cool. Was gibt's denn hier noch? Achso, das ist ja von Galactic Craft. Slime Ebbingen Syringe. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Basic DNA. Oh, da hat's nichts gebracht. Das kann auch passieren, dass das nichts bringt. Das ist jetzt natürlich etwas zeitintensiver. Eine Zelle. Ach, die Zelle war gedroppt. Okay. Moment. Weißt du was? Ich nehme die Zellen erstmal an mich. Die kriege ich ja da raus. Das verbraucht aber mega viel Strom. Meine Güte. Was ist das da eigentlich? DNA-Insulator. Advanced Device. Ui. Da muss ich auch schon wieder mehr haben. Was ist das? DNA-Kloner. Ich kann sogar die DNA klonen. So. Achso, falsch. Hier, zack. 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 Und Buch in die Mitte. Schon haben wir das Basic DNA Dictionary. Das sieht irgendwie voll cool aus. Sieht ein bisschen aus wie eine Karte.
So, was ich jetzt allerdings nochmal machen möchte, ich möchte mir nochmal das Gen vom Schaf holen und dann müssen wir da hinten mal die Kühe etwas... Naja, ärgern. Habe ich eigentlich das Bett noch hier stehen? Oh, super! Mensch, ich bin ja richtig gut, dass ich das Bett da stehen lassen habe. Auch wenn wir jetzt irgendwie auf dem Schrank pennen. War da was drin? Ich hatte diesen Raum... Das ist der einzige Raum, der eigentlich fertig war. Oder fast jedenfalls. Man könnte da oben noch eine Uhr hinhängen und... Ich glaube, ich sollte das mal fertig machen, ne? Hier habe ich auch eine richtig schöne Decke reingesetzt. Ich habe mir da damals schon Mühe gegeben. Wenn man sich mal vorstellt, dass das vor... Ey, vor einem oder vor 2 Jahren war. Also ich spiele dieses Modpack schon ein paar... ja, nicht gerade mal so ein paar Tage, sondern schon ziemlich lange. Weißt du was, jetzt mache ich mal dieses komische Gerät. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Ach. Moment. So muss das und so muss das. Dann kommt das da oben hin und hier an den Seiten kommt das hin. DNA-Breeder. Was auch immer der Breeder macht. Es ist so krass, wie schnell einfach der Strom verbraucht wird. Ein DNA-Breeder. Ist das sowas wie ein Aufbereiter? Wir werden das jetzt mal testen. Ja, das sieht so aus, ne? Dass er dann diese Teile da unten rausmacht. Und dann gibt es noch einen DNA-Transmutator. Hier, da steht tatsächlich Teleporter. Ender Health. Heile ich mich dann, wenn ich mich beame oder wenn ich dann an diesem Kristall stehe? Ich werde mal dieses Gen jetzt hier reinschmeißen. Okay. Ich kann das Gen also nicht da reinschmeißen. Warum geht denn das nicht? So wie es aussieht, brauche ich 2, ne? Oder was bedeutet das hier? Na gut, dann wollen wir jetzt noch die Zentrifuge bauen. Dafür muss ich auch ein paar Spritzen haben. 4 Stück. Und ich brauche dafür ein bisschen Glas. Also ich brauche eigentlich nur Glasbuddeln, 3 Stück. Ich brauche aber 4 Spritzen. Kann es sein? Nee, ich spiele auf easy. War irgendwie gerade merkwürdig, weil ich immer noch nicht keinen Hunger habe, bis jetzt. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen Sand holen. Ich wollte da unten auch im Keller noch, damit wir es einmal gemacht haben. Von Tinkers Constructs ja auch noch den Ofen bauen. Aber irgendwie haben wir das auch noch nicht gemacht. Weil es gibt ja so viel zu tun. Und vor allem, wir haben uns ja ein bisschen in Witchery verbissen. Jetzt bauen wir einfach mal die DNA-Stränge aus. Hüps! 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 Und dann wollen wir mal schauen, was man da nicht so alles machen kann. So, machen wir mal 2 Kohle rein. Ich werde mir jetzt da hinten nochmal Bäume fällen. Die Tannen sind noch nicht gewachsen. Das ist ja ein bisschen traurig. Ich glaube, die mögen mich nicht. Deswegen wachsen sie auch nicht. Man soll ja angeblich mit Pflanzen sprechen, damit es denen besser geht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich mache das aber auch ab und zu tatsächlich, dass ich mit meiner Pflanze rede. Weil ich denke, die hat irgendwo auch eine gewisse... einen gewissen Charakter und möchte sich irgendwie erkenntlich zeigen, indem sie dann die Blüte aufmacht. Was weiß ich.
Ein Gummibaum. Gummi, Gummi, Gummi. So. Ich muss jetzt leider auch mal wieder ein bisschen Holzkohle machen. Warum leider? Ein bisschen wenig Holz. Aber ist egal. Warum kann ich die denn jetzt eigentlich nicht verwenden? Oh, ich kann mir einen Genetik-Bow machen. Was es nicht alles gibt. Oh, oh, oh. So, dann der. Ja, ich muss eigentlich quasi nochmal ein Buch haben und damit ich dann den Advanced DNA Dictionary mache. Und dann kann ich hier sogar ein DNA Decryptor. Kann es sein, dass der Decryptor irgendwie das System ist, was es speichert und dann der DNA-Kloner aus dem Speicher quasi das rausnimmt? Ein Scrapper? Moment mal. Autoscrapper. Das ist ja irgendwas mit Schrott. Kann der Scrapper zufälligerweise was mit diesen Teilen hier was anfangen? Oder was bedeutet Autoscrapper? Der hat da diesen Spachtel drin? Oder zieht er sich irgendwo selbst die DNA her? Apropos DNA. Ich hab da im Wasser... Ich hoffe, der Tintenfisch ist noch da. Ja, ist noch da. Hallo, Herr Tintenfisch. Oi. Dem habe ich jetzt aber ganz schön ausgekratzt. Junge. Aber ist jetzt aber ein bisschen sehr übertrieben. Ja, was schmeiße ich denn mal weg? Hier. In Steinstab, Alter. Ich glaube, da habe ich jetzt erstmal genug Genmaterial. Ich muss jetzt tatsächlich erstmal irgendwie ganz viel Holzkohle machen. Ba-ba-da. So, und nochmal hin. Ich möchte ja keine Gene verschwenden. Der Tintenfisch wird mir wahrscheinlich das Schwimmen beibringen. Beziehungsweise, dass ich unter Wasser atmen kann. Das wäre natürlich auch noch so ein Gen, das will ich unbedingt haben. Vielleicht schwimmen wir dann auch schneller. Huch. Mensch, das Ding ist jetzt schon fast überfüllt. Ah, jetzt sind die zwei Bäume da endlich gewachsen. Sehr gut. Pff. Warum? Egal. Ich frage mich gerade nicht. Warum habe ich einfach nicht das Inventar noch leerer gemacht? Jetzt ist es eh zu spät. Weil jetzt muss ich sowieso nur noch einmal laufen. Na gut, ich habe es natürlich auch ein bisschen sehr übertrieben jetzt mit den Gen. Guck dir das mal an. Die ganze Kiste ist gleich voll mit den Genen von dem Tintenfisch. Na gut, ich habe natürlich da auch drauf gehämmert, als ob ich ihn töten will. So. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Bäume fällen. Und ganz viel Holzkohle machen. Weil damit müssen wir nämlich das Maschinchen füttern. Das ist ganz schön hungrig. Nach Kohle. Zum Glück haben wir Tannen. Tannen wachsen sowieso immer ein bisschen schneller. Naja gut, bei denen haben wir nicht das Problem, dass die in 1000 Richtungen wachsen. Das ist das Schöne an den Tannengewächsen. Eine Fichte wächst gerade nach oben. So, ich werde jetzt langsam stiller. Ich merke nämlich langsam, dass ich müde werde. Ja, ich habe mein Ziel erreicht für heute. Ich werde müde. Oh Mann. Wir haben es ja gerade nur 11:30. Ich meine, hey, da kann man auch mal müde werden.
Ich bin sowieso so ein Mensch. Abends werde ich eigentlich meistens munter, aber morgens komme ich einfach nicht aus dem Quark. Ich bin zwar immer gut gelaunt morgens früh, aber wenn ich nicht aus dem Quark komme, ist das auch blöd. Ja, es gibt ja immer diese Morgenmuffel-Geschichte und die... ein guten Morgenmensch oder so ähnlich. Also ich würde mich zu den guten Morgenmenschen zählen. Ich bin nämlich immer bestens gelaunt morgens früh, nur manchmal bin ich halt so ein bisschen... wenn ich jetzt wirklich etwas zu lange gemacht habe und ich total blöd aus der Wäsche gucke, aber... das kennt man ja. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie patzig oder so. Ich bin meistens gut drauf. Und wenn ich halt gut geschlafen habe, dann wache ich auch ziemlich früh auf. Wow! Skelett im Haus! Mich hat's voll erschrocken! Bist du denn irre? Jetzt bin ich wieder wach! Hast du jetzt wieder was hingekriegt? Boah! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Dann kommt da einfach mal ein blödes Skelett in unser Haus und mischt hier alles auf. Oh, Herzpochen. Herzpochen. Ich hab mich voll erschrocken. Ich glaube, das hatte keiner gemerkt, dass ich mich erschrocken habe. Boah. So, das vom Schaf, das packe ich mal dahin. Und wir müssen auch wieder eine Kuh töten. Naja, so ein früher Morgen und wir müssen eine Kuh schlachten. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. So ein schöner guten Morgen. So ein schöner Morgen. Mein Gott, ey. Ich merke langsam, mein Kopf setzt aus. Ich sollte nicht mal lange machen. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten Aufnahme. Ich wollte... ein bisschen länger wollte ich eigentlich, aber... wenn ich natürlich müde werde, ist das nicht gut. Weil dann kommen nämlich ganz merkwürdige Sachen dabei raus, wenn ich rede. Und das möchte ich euch wirklich nicht antun. Fängt bei Käse an und hört bei Kuchen auf. So. Ihr Freunde. Kommt daher. Ich hab hier ein schönes, saftiges Frühstück für euch. Mmm, yum, 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 yum. So. Kuhschlachten aktiviert. Und wir haben ein bisschen Leder bekommen. Wie viel hat sie geledert? Huh, 2. Sehr schön. Wir können 2 Bücher machen zur Not, aber ich finde das super. Ach so, jetzt habe ich ja nichts mehr. Shit. Ich hatte mir jetzt gerade so überlegt, du könntest ja jetzt eigentlich mal die Kühe so zu deinem Bauernhaus locken. Aber jetzt ist mir gerade spontan aufgefallen, du hast ja gar keinen Weizen mehr in der Tasche. Plan ist nicht aufgegangen. Oder wir machen hier ein Gatter hin und packen da die Kühe hin. Denn die müssen ja nicht immer da hinten bei den Feldern sein. Nicht, dass die da immer so gierig draufglotzen müssen. Ist doch auch nicht schön für eine Kuh, wenn die ganze Zeit ans Essen denken muss und es nicht kriegt. Ich hoffe jetzt nur, dass wir genug Zuckerrohr haben. Ja, wir haben genug Zuckerrohr. Allerdings haben wir auch keinen Platz, wie ich das immer von mir kenne. Platz ist irgendwie völlig überbewertet. Ach, so geht's auch mittlerweile. Ich kann mich noch erinnern, wo man das genau strikt nach den Anweisungen machen musste. So, Organ. Und rein da. Und hier wieder... warte mal. Es brennt. Der brennt das einfach ab, obwohl... ich begreife das nicht so ganz. Geht das denn genauso? Okay, Holz brennt noch schneller ab. Ist ja auch komplett logisch, ne?
Ah, ich könnte diesen Genabfall auch da drin lassen. Okay. Mikroskop. Was kann ich denn mit dem Mikroskop machen? Jetzt bin ich allerdings neugierig. Den Steinstab habe ich noch. Da kam, glaube ich, Glas hin und der Rest. Wir packen mal das einfach daneben. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe hier diese Teile. Die kann ich mir nicht darunter angucken. Aber ich kann mir bestimmt so eine Zelle angucken. Auch nicht. Wofür ist das Mikroskop? Kann ich denn... Hier, ich habe hier so ein bisschen Mist im Inventar. Zum Beispiel der Knochen, der Pfeil, dieser Muskel. Die Spinnenaugen. Nein, die lasse ich mal lieber drinnen. Nicht, dass ich die hier vergesse und dann suche ich sie hinterher. Wie so ein Geisteskranker. So. Wenn ich jetzt zwei Zellen habe. Wieso? Ich begreife das gerade nicht. Wie mache ich denn? Overclock, ja, toll. Die sind doch nicht nur zum Verbrennen da. Organic Drop? Kann das vielleicht sein? Nee. Also ich habe jetzt hier Zellen. Ne? Ihr wisst, was Zellen sind. Nur, wie kriege ich die da rein? Muss ich da vielleicht draufdrücken? Ich begreife das gerade nicht. Oder muss das Teil damit drauf? Dass er sich das da rauszieht. Kann ich das denn abbauen? Mal testen. Ja, kann ich tatsächlich. Ich will das jetzt mal da oben drauf stellen. Das ist ja mal ein bisschen eichenartig hier. Ach, Moment, ich kann mit einer Spritze... Weißt du was? Ich glaube, da kann ich Blut analysieren in dem...